Am Sonntag, den 21. Juli, besuchen wir Nuuk, die Hauptstadt Grönlands. Mit etwa 16.000 Einwohnern ist die größte Stadt des Landes. Mit einem lokalen Stadtbus unternehmen wir eine Rundfahrt durch die Stadt. An einigen Aussichtspunkten machen wir Fotostops. Die Lage der Stadt mit ihren zahlreichen Schären ist wirklich beeindruckend. Neben den alten, traditionellen, sehr harmonisch in die Umgebung integrierten Häusern stehen große Betonblöcke, typisch für die Siedlungen aus den 60er und 70er Jahren. Man wollte hier das Problem der Wohnungsnot schnellstmöglich lösen. Anschließend kommen wir zum Kolonialviertel der Stadt. Über ihm dominiert ein Denkmal, die Statue des Missionars Hans Egede, die 1921 errichtet wurde. Hans Egede kam am 3. Juli 1721 aus Dänemark nach Grönland. Er gründete hier die erste Kolonie und nannte sie Godthaab, die heutige Hauptstadt Nuuk. Egede ließ seinen Sohn biblische Geschichten zeichnen, kümmerte sich um Kranke und bekehrte die ersten Inuits zum Christentum. Die im Nationalmuseum ausgestellten Exponate informieren über Kultur und Lebensweise der Inuits von früher. Das interessanteste Objekt des Museums ist ein Fund aus dem Jahr 1972, die Mumien aus Kilakitsok. Sie lagen seit 1475 gut mumifiziert in einer Grotte. An diesem sonnigen Tag kommen gern die ganzen Familien an den kleinen Sandstrand im Kolonialviertel. Die hiesigen Kinder unterscheiden sich in ihrer Spielvorlieben nicht viel von gleichartigen Europäern. Grönland ist ein kinderfreundliches Land. Die Geburtenrate beträgt etwa 14,6 Kinder auf 1000 Einwohner im Jahr. Die Sommerzeit auf Grönland ist relativ kurz. Desto prächtiger nutzt die Natur die kurzen Sommermonate, um die Blumen mit besonderer Farbintensität zu belohnen.